So schnell wie möglich sollen besonders stark von den Fluten Betroffene eine Entschädigung vom Land bekommen. Doch die 110 Millionen Euro, die die niedersächsische Landesregierung für die Hochwasserfolgen zur Verfügung stellt, müssen weit mehr abdecken als die Schäden, die Privatleuten entstanden sind. Es geht darum, wo wir Schäden sehr schnell und gründlich beseitigen können, sei es auf den Deichen, sei es an den Straßen. Es geht aber am Ende vor allen Dingen auch darum, dass wir jetzt in allen Bereichen das tun können, was jetzt möglich ist. Wir sind ja immer noch in einer Situation, wo große Teile des Landes unter Wasser stehen. Das heißt, wir können den Gesamtumfang des Schadens noch gar nicht ermessen. Bis es soweit ist, ist es noch ein langer Weg. Auf welche Bereiche die 110 Millionen Euro daher aufgeteilt werden, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Und ob sie am Ende tatsächlich ausreichen, wird sich auch erst noch zeigen. Ein Großteil der Summe, 65 Millionen Euro, wird unter anderem auch in den Hochwasser- und Katastrophenschutz fließen. Finanziert wird all das übrigens, ohne weitere Schulden aufzunehmen. Wir werden den Nachtragshaushalt durch eine Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage finanzieren. Das ist eine Rücklage, in der wir in konjunkturell schlechten Zeiten Geld entnehmen dürfen. Und aktuell sind konjunkturell schlechte Zeiten. Insofern daraus finanzieren wir den Nachtrag. Das Hochwasser ist überstanden, doch die Bewältigung beginnt erst jetzt. Auch alle, die im Kampf gegen die Fluten geholfen haben, sollen nicht leer ausgehen. 3 Millionen Euro sollen ihnen zugutekommen. Dass wir so glimpflich davon gekommen sind, das verdanken wir tatsächlich Tausenden von Feuerwehrleuten in ganz Niedersachsen, der Hilfsorganisationen, die unglaublich mitgeholfen haben. Und über die Einzelheiten wollen wir jetzt auch insbesondere mit dem Landesfeuerwehrverband reden. Denn wir wollen, dass die Mittel, die wir da einsetzen, auch von den Betroffenen als das wahrgenommen werden, was gut ist. Also als ein ganz herzliches Dankeschön des Landes an diejenigen, denen wir viel Dank schulden. Für die CDU ist der Nachtragshaushalt der richtige Weg, aber er kommt zu spät. Wir haben letzte Woche schon diese 100 Millionen beantragt, weil wir dann auch sicher sein können, dass im Februarplenum dieser Nachtragshaushalt beschlossen werden kann. Das steht jetzt bei der Landesregierung zur Debatte. Nämlich ab morgen, dann berät der Haushaltsausschuss darüber. Und die Landesregierung bleibt zuversichtlich. Offiziell verabschiedet werden soll der Nachtragshaushalt noch Anfang Februar.